So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Zockermanager 2016. Und heute steht ja das schwierige Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach bevor. Wir haben ja, wie man das so sieht, das letzte Spiel gegen Borussia Mönchengladbach in der Liga verloren. Wir waren natürlich auch grottenschlecht. Nicht so wie gegen die Bayern, da haben wir ja gut ausgesehen und trotzdem verloren. Und gegen Hannover ja ähnlich. Wir haben ja die letzten vier Ligaspiele verloren und das ist überhaupt nicht gut. Es ist noch nichts Dramatisches, aber wenn man, naja, wenn man halt vielleicht sogar liebäugelt mit einem Platz, so hier so Sechster, Siebter oder sowas, dann haben wir dadurch, dass wir die letzten vier verloren haben, natürlich einen ganz schönen Rückschlag erlitten. Und das sind ja 15 Punkte bis 40 Punkte. Wenn ich das am Ende der Saison habe, dann bin ich zufrieden, aber weil man sagt ja grundsätzlich, dass man mit 40 Punkten nicht mehr absteigt. Aber ich kann also in der Liga kann ich überhaupt nicht zufrieden sein. Deswegen muss es jetzt der Pokal rausreißen, ganz einfach. Und das werden wir jetzt versuchen. Wie gesagt, Borussia Mönchengladbach im Pokal. Handicap ist natürlich, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Handicap ist, dass der Modest und so weiter ausfällt. Wir werden das Spiel herangehen wir an jedes andere. Wenn wir uns auf unsere Strategie konzentrieren und unser Bestes geben, haben wir meiner Meinung nach gute Chancen. Ich mag konzentriere mich auf das Spiel. Das werde ich hier diesmal als Antwort geben. Wollen wir mal schauen, ob vielleicht der Modest ja wieder fit ist. Ja, ich weiß, die Fans sind alle sauer. Wir haben Samstag 15 Uhr, wollen wir mal gucken. Pokal. So, da haben wir ja, das ist ja schon ein bisschen ausgedünnt. Wir sind ja schon unter den letzten acht gekommen. Und das ist ja eigentlich schon eine ganz gute Leistung für so eine Mannschaft wie den ersten FC Köln. Aber wir wollen natürlich weiterkommen. So, Mainz spielt gegen Nürnberg. Da würde ich sagen, ist Mainz der Favorit. So mal ganz pauschal, ohne auf die Tabelle zu gucken und so weiter. Dann wir gegen Gladbach zu Hause. Ja, Rhein-Derby oder Nachbarschafts-Derby oder wie man das auch nennen will. Da hoffe ich natürlich, dass wir gewinnen. Hamburg gegen Leverkusen. Da gehe ich mal ganz stark davon aus, dass Leverkusen gewinnt. Und Werder Bremen gegen, dass Werder Bremen da im Pokal noch drin ist, ist auch der Hammer. Gut, Werder Bremen gegen Wolfsburg, da gehe ich mal ganz stark davon aus, dass Wolfsburg gewinnt. Wobei, man sagt ja immer, im Pokal ist alles möglich. Also wollen wir mal schauen. So, wir Pokal gegen Borussia Mönchengladbach im Rhein-Energiestadion, also wieder zu Hause, zweimal hintereinander. Das ist natürlich, jetzt können sie wieder was gut machen, die Spieler, wenn wir im Pokal jetzt gewinnen. Wollen wir mal gucken, ob uns das gelingt. So, wollen wir mal gucken. Wer ist denn noch verletzt? Zoller ist da drinne. Modest ist auch noch verletzt. Gut, dann kommt auf jeden Fall schon mal der Hosinger rein. Und dann wollen wir mal gucken, den Zoller, haben wir denn noch einen Stürmer hier? Den wir wenigstens als Ersatz für den Zoller darin bringen, jawohl. Ja, grundsätzlich ist dann soweit alles in Ordnung, da müssen halt die anderen Spieler das mal reißen, würde ich mal sagen. Der Risse zum Beispiel, der hat aber auch wieder 100%, das ist schon mal ganz gut. Der Lehmann hat 93, den lassen wir auch gleich Osako sitzen. Da haben wir nämlich jetzt das Problem, dass der Osako ja jetzt auch nur noch 90 hat. 90, wie nennt man das hier nochmal? Fitness Dings hier. Fitness oder wie das sich schimpft. Ja, spielt aber auch keine Rolle. Wir haben halt kein anderes Spielerpotenzial zur Verfügung, also muss man mit dem auskommen, was wir haben. Und ist natürlich dürftig. Wir könnten natürlich versuchen, eine andere Taktik zu spielen. Wir könnten, ja, man könnte natürlich jetzt zur Moralverbesserung oder sowas mal einsetzen. Moralverbesserung 200 und Boostkondition 200, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich meine
Punkte dafür verschleudern soll. Wobei, das wären insgesamt 400. Nur um alleine schon mal, um das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten. Aber weißt du was? Ich riskiere das einfach mal. Ich mach mal. Du hast nicht genügend SM-Kredits. Warum habe ich die denn nicht? Ja, jetzt wollen sie, dass ich auch noch was kaufe. Beliebt, bestes. Ja gut, aber das machen wir aber nicht mit hier, diese Scheiße. Oder? Und das sagt er mir genau dasselbe. Also Leute, so langsam verstehe ich das ganze Spiel aber nicht. Gut, ich kann keine Kondition aufboosten und ich kann keine Moralverbesserung machen. Was kann ich denn noch machen? Formation, vielleicht sollte ich nur mit. Nein, ich möchte nicht so defensiv spielen eigentlich. Ich möchte schon so gerne weiterspielen. Weil ich hier einfach an die Mannschaft auch glaube. Und dann lassen wir das jetzt auch mal so. Komm her, ist doch auch wurscht. Wir wollen gewinnen. Geht los, wir haben sogar Anstoß. Ja, das waren aber zwei dicke Chancen. Ah, jetzt hatte gerade Gladbach eine dicke Chance. Also ich muss schon aufpassen da. Nur los. Eine Szene will ich haben. Und zwar auf der Seite, dass wir ein Tor machen. Ah, genau das Gegenteil tritt ein. Weiter geht's. Jawohl! Na endlich! Wir hatten das Risse. Erste Halbzeit. Jawohl, wir führen. Das ist geil. Kann man nicht anders sagen. Was ist denn? Ach so, Halbzeit ist. Erste Halbzeit ist rum. Wollen wir mal gucken. Ja, das ist manchmal ja auch ein bisschen komisch. Nee, letzte 5 Minuten Besitz. Ach so, ja, okay. Ja, dann brauchen wir mal die zweite Halbzeit einläuten. 1 zu 0 durch Risse. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich hoffe nur, dass sie das vielleicht noch auf ein 2 zu 0 ausbauen können, beziehungsweise oder halten können. Aber halten können, das macht mich nur nervös. Also, das ist nicht so gut. Also, die sollten lieber noch ein Tor schießen, damit ich da ein bisschen beruhigter bin. Auf geht's zur zweiten Halbzeit. Rosinger und Isaac vorne. Haben Anschluss gehabt. Ja, warum der Ton auch nicht besser wird. Ich habe schon mal in den Einstellungen geguckt. Vielleicht weiß da noch einer was, der mir vielleicht noch einen Tipp geben kann. Ich kann den Ton dieses Gebrülle von diesen Zuschauern, kann ich einfach nicht leiser machen. Wir haben wieder eine Chance. Ah, nee, das nicht. 84. Minute. Ja. Jawohl. Wir sind im Pokal weiter. Wir sind unter die letzten vier gekommen. Das ist natürlich für die Moralverbesserung auch schon mal sehr gut. Risse ist Man of the Match, natürlich, klar. Das einzigste Tor geschossen und ja, im Pokal weitergekommen, Leute. Was wollen wir denn mehr? Ich sag mal, es geht doch wieder bergauf. Was wollen wir denn? So, wollen wir mal gucken, wie die anderen gespielt haben. Mainz hat unentschieden gespielt. Das ist natürlich jetzt auch so eine Sache, plus 300. Freischalten 300 SMS. Ja, das Problem ist ganz einfach. Ich weiß nicht, wie ich die einsetze. Aber gut. Mainz hat unentschieden gegen Nürnberg gespielt. Warum die da nicht zeigen, nach Verlängerung so und so gewonnen, ist auch ein bisschen merkwürdig bei dem Spiel. Köln hat gewonnen, ja klar. Hamburg hat verloren gegen Leverkusen. Das war eigentlich auch klar. Werder Bremen ist auch rausgeflogen gegen Wolfsburg. Ja, das hätte man sich auch denken können. Gut, nichtsdestotrotz, wir gehen weiter. Samstag.
Die Fans skandierten beim Auszug den Namen von. Ja, das ist ja witzig. Diese Sätze, die können Sie sich eigentlich auch sparen, sage ich immer. So, Pokalauslosung. Nürnberg gegen Wolfsburg und Köln gegen Bayer Leverkusen. Rhein-Derby, jawohl. Und wir spielen daheim. Das ist doch mal ein gutes Los. Ob ich das natürlich gewinnen kann, ist eine andere Sache, aber wir haben auf jeden Fall nochmal ein Heimspiel und das ist für mich schon ein Erfolg. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gewertet wird wegen den Einnahmen und so, aber spielt ja auch keine Rolle. So, was war das denn jetzt? Jetzt haben wir Mittwoch. Ich würde sagen, das war zwar eine kurze Folge, wir machen aber jetzt nochmal eins. Ich will jetzt nochmal Taktik. Ja, der macht das einfach nicht. Und den Boost macht er auch nicht. So, dann wollen wir mal Übersicht nochmal gucken. Transfer, Taktik, Tabelle suchen, Übersicht, Verein. Und dann guck mal hier halt nochmal. Upgraden. Ach ja, hier Trainingsplatz upgraden. Scout. Upgrade-Kosten. Ausbaudauer 100. Scout, Jugendakademie, medizinisches Zentrum. Das machen wir mal, das tun wir mal upgraden. Sofort abschließen. Ach so, das ist jetzt eine Baustelle, okay. Rhein-Energiestadion, Zuschauer, Borussia Mönchengladbach. Was ist das? Abo-Rating? Ja, was das hier bedeutet, Ihr Vorstand erwartet, dass am Ende dieser Saison eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte. Heia Safari! Trainingsplatz upgraden. Scouting upgraden. Jetzt ist mir das alles scheißegal. Jetzt werde ich hier erstmal so ein bisschen was. Jugendakademie upgraden. Sofort abschließen müsste man 200 Punkte haben, aber ich habe doch 5000. Ja, und dann macht er das Fenster auf. Du hast nicht genügend SM-Kredits. Also wenn mir da wirklich mal einer helfen könnte, das wäre echt nice. Weil das kapiere ich einfach nicht. Das kapiere ich einfach nicht. Gut. Nichtsdestotrotz, Transferliste, Vereinstabelle, Heimligaform, Punkte aus den letzten Zuschauer. Da bin ich ja oben mit dabei in der oberen Hälfte. Das ist doch hervorragend. Normal. Ja, Verlauf. Tabellen. Gut. Vier neue Nachrichten haben wir. Vorstand stimmt Antrag zu, stimmt zu, stimmt zu. Also die haben alle meine Anträge, was den Verein angeht hier mit den Upgraden, also eigentlich komplett zugestimmt. Das ist schon mal hervorragend. In der nächsten Saison müsste das dann alles soweit fertiggestellt sein. Ob mir das noch was bringt und ob ich noch eine Saison hier dranhänge, ist eine ganz andere Frage. Das liegt an den Zuschauern, an euch quasi. Und da wollen wir mal gucken. So wie das aussieht, ist unser nächstes Spiel, ist wieder Ligaspiel zu Hause. Also ich habe ja nur noch Heimspiele jetzt auf einmal. Gegen Eintracht Frankfurt. Aber das kommt dann in der nächsten Folge. Erstmal muss ich die Post mal gerade durchgucken. Der Vorstand hat Ihren Antrag auf den Bau einer Jugendakademie zugestimmt. Ja, dann sollen Sie doch bauen. Habe ich doch überhaupt nichts dagegen. So, jetzt haben wir wenigstens auch keine Nachrichten mehr da drin. Ich würde sagen, dann soll es das erstmal für diese Folge mit dem Pokalspiel gewesen sein. Glücklicherweise mal endlich wieder ein Erfolg. Ich weiß, ihr seid alle so ein bisschen, ja, ihr wollt alle ein bisschen mehr sehen und ihr wollt mehr Action haben und so, und wenn man gewinnt, dann kann man da auch. Aber ich freue mich halt ganz einfach über den Sieg jetzt im Pokal.
Und hoffe einfach, dass ich nicht in die unteren Tabellenränge reinkomme. Deswegen hoffe ich, dass dieses Spiel im Pokal, was uns ja eine Runde weitergebracht hat, auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Moral stärkt. Das habe ich zwar jetzt keine Ahnung, wie das Spiel so ausgerichtet ist, aber ich hoffe ganz einfach, dass das so sein wird. Und naja, Finanzspritze, ja, ich verstehe das alles hier nicht. Es ist einfach nicht so, dass es. Was ist passiert? Ach, guck mal da kann ich auch gleich in die zweite Liga kommen. Ja, das ist doch herrlich. Gut, und man lernt immer mehr kennen hier von dem Spiel. Deswegen, also ich bin über jeden Tipp bin ich eigentlich dankbar. Bloß ich muss es auch verstehen. Das muss mir vernünftig erklärt werden. Und da war ja der ein oder andere Kommentar schon dabei. Der war ja schon ganz hilfreich, also was die Sache so angeht. Aber ich weiß, man möchte gerne ein bisschen mehr. Zum Beispiel würde ich auch gerne Transfers tätigen. Bei Transfers ist es aber immer so, da muss man halt immer warten, bis dieses Transferfenster aufmacht. Das war früher bei diesen Managern, die ich ganz früher gespielt habe, wie Anstoß oder auch Bundesliga-Manager Hattrick oder sowas. Aber daran wird sich keiner von euch mit Sicherheit nicht erinnern können. Aber da konnte man das alles. Da konnte man mittendrin einfach mal auf den Transfermarkt gehen und konnte gucken, ob das eine oder andere Spieler für einen da war, und dann hat man einfach gekauft. Man hat halt dieses Ingame-Geld gehabt und dann war das so. Aber hier weiß ich ja noch nicht mal, was ist hier Ingame-Geld und was sind diese SM-Punkte. Und wenn ich sie einsetzen will, die SM-Punkte, dann funktioniert es nicht. Also deswegen ist mir da also schon so ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht, ob ich hier das Geld hier einsetzen kann, was hier in grün ist, aber dann noch wiederum habe ich hier die Ausgaben in rot. Rot bedeutet ja immer, das sind irgendwie Schulden, ne? Oder so. Bilanz. Also wie das funktioniert, wenn da einer die Ahnung von hat, das wäre echt nice. Also in diesem Sinne, für diese Folge soll es gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Tschüss.